Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Take It Light City hier mit der Spielpirat. So, wir rennen als allererstes mal gegen eine Tür. Das ist doch super. Heute haben wir es 8:02 Uhr morgens in der Früh natürlich. In aller Frische gucken wir, was können wir tun? Doch vorher schauen wir doch mal, was wir noch in den Kisten haben. Ui, was war das gerade? Ein kleiner Liggy-Laggy. Ich muss mal gucken, was hier noch so Phase ist, ob ich noch kleine Leck-Schwierigkeiten habe oder nicht. Aber das wird sich erst gerade mit der Zeit mal zeigen. Mal schauen, ob ich da noch was ändern kann. Oder wie auch immer. Was wir aber sehen können, ist, dass wir wenigstens keine Probleme haben mit dem Texture Pack gerade. Zumindest so, wie es scheint. Alles in Ordnung. Ach, guck mal, ein Diamant haben wir gefunden. Na, das hört sich doch schon mal jetzt tausendmal besser an. Guck mal, da können wir. Ach komm, packen wir das hier rein. Ist mir doch wurscht. Redstone packen wir auch noch. Saphire. Oder waren das Saphire? Ne, Rubine meine ich, Entschuldigung. Lithium und Kohle lassen wir mit drinne. Okay. Gut, was war die Ausbeute gewesen? Ja. Da hat die Crowy doch schon was getan. Ich bin massivst gespannt, was unsere Mining Turtle so abbauen konnten. Da muss ja bestimmt auch schon noch irgendwas sehr Interessantes bei rumgekommen sein. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da vielleicht noch so alles erwarten dürfen. Gucken wir doch mal hier rein. Gut, es wird gar nichts gebrannt. Der Macerator hat auch anscheinend Feierabend, was ich relativ schade finde. So, gehen wir nochmal in den Macerator rein und jagen nochmal kurz wenigstens das hier durch. Und gibt es denn hier noch irgendwas? Guck mal, Iron Dust. Iron. Das ist immer doof, wenn man es dann braucht irgendwann und nicht fertig ist. Dementsprechend jagen wir das eben gerade ganz dezent noch einmal durch. So, packen wir kurz mal hier was raus. Wegen Iron würde ich fast vorschlagen. Ach ne, ich habe ja Rubine jetzt mittlerweile dabei. Nicht wahr? Ja, gut, okay. Rubber kann ich hier noch hinzustecken. Guck mal, normale Kohle packe ich jetzt auch mal noch hier hin. Gut. Ich könnte mehr Strom speichern, das ist richtig. Mir kam hier der Vorschlag, dass ich mein MFE bauen könnte. Und dann hätten wir hier wenigstens schon mal ein bisschen mehr Strom. Das wäre eine gute Idee. Komme ich eventuell jetzt auch gleich nochmal drauf zurück. Müsste ich ehrlich gesagt schauen, ob ich das jetzt will oder nicht. Also jetzt gerade in dem Moment. Vielleicht wäre auch gerade. Wäre es jetzt gerade interessant, eine andere Spitzhacke zu machen oder sowas in der Richtung. Ich weiß es noch nicht. Okay, gucken wir erstmal draußen. Holen wir uns die ganze Wolle, sage ich schon, die ganze Kohle, die wir hier drinnen haben und das, was an Holz noch vielleicht zur Kohle verarbeitet werden muss. Und dann. Oh, ist ja immer ganz ordentlich eigentlich. Zack. Ach, mein Level verändert sich auch nicht mehr. Ah. Na egal. Ach, guck mal, hier war jetzt nicht viel. Genau, ich würde ja gerne da oben anfangen, mal was auszubauen. Oder? Ach komm, hau raus hier. Ich würde gerne da oben anfangen, die Baumfarne noch mal größer zu machen, damit wir wesentlich mehr Holz hier im Ertrag haben. So Oakwood, damit wir uns auch, ich sag mal, Holz noch für die Bauten und so weiter dann irgendwann erschaffen können schon. Die Frage ist, soll ich mich mal, das habe ich mir noch nie getan, an so eine Ölquelle wagen? Ach, guck mal, jetzt glaube ich, habe ich die Steine rausgelassen. Das Ding war fertig, ne? Ja. Gut, ach ja. Die üblichen Verdächtigen hier wieder. Dann hole ich gerade mal ein paar Steine. Ja, es ist wie so ein kleines morgendliches Ritual. Man steht auf. Man guckt sich alles an. Man betrachtet so die Gegend. Und denkt sich, ja, warum nicht gerade mal eine Crowy anschmeißen? Macht man ja öfter mal so einen kleinen Steinbruch einrichten. Ja. Und ja, ist egal. Ach, ich habe ja auch gar keine. Doch, Pipes habe ich noch 13 Stück. Sollte an und für sich reichen. Wir gehen also auf jeden Fall nochmal in die Breite. Wir machen also eine riesengroße Schneise und werden die mit der Zeit erweitern.
Dahinter werde ich dann aber auch eine größere Quarry später setzen wahrscheinlich. So. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Hier sitzt dann die Quarry. Und dann gehen wir hier auch nochmal in die 4 rein. Ja, ich hatte leider Probleme mit der Synchronität gehabt. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, wie das jetzt passieren konnte, hatte ich hier in Ticket Light City eine Pegelsteuerung in der Outer City Ton, also in Outer City, im Outer City Programm eingestellt. Ich weiß gar nicht, wie das, warum das überhaupt passiert ist. Ja, das ist mir eigentlich relativ schleierhaft. Und ich habe es optimiert. Ob das jetzt nun wirklich, ob ich da irgendwas dran verändert hätte, wäre total dämlich. Also, es war ja auch dämlich, wie man mitgekriegt hat. Weil, ja, damit hat er die ganzen Ruhepausen, wo ich mal nichts gesagt habe. Ja, oder wo ich zumindest leise war oder sowas in der Richtung, hat der sehr intelligenterweise rausgeschnitten. Ja, also immer pausiert in der Aufnahme. Das sind nur so Millisekunden gewesen. Aber über das ganze Spiel verteilt. Wow, ne? War das in Summe extrem viel gewesen. Teilweise bei Aufnahmen über 10, 12 Sekunden, die dann halt fehlten. Es fehlte nichts am Spruch, ja, also am Sprechmaterial meine ich. Das heißt, man hat ja auch mitgekriegt, ja, ich habe ja trotzdem gesprochen, es ist ja nichts abgehackt gewesen und so weiter. Aber ich musste jetzt diese ganzen. Also ich habe am Anfang erst gar nicht gerallert, woran es lag. Ich dachte mir so, irgendwie ist das Tempo verändert worden. Ich habe am Tempo noch gedreht und habe mich gewundert, warum das Tempo, was ich da ja zwar einstelle, aber warum das überhaupt, ja, warum es trotzdem asynchron geblieben ist teilweise, ne? Warum total, total entfremdet die ganze Geschichte. 2, 4, 6, 8, ja gut, passt. Aber, ja, es war ganz einleuchtend. Wenn ja zwischendurch immer mal so Leerphasen sind, das ist total, ja, schnull. Die Geschwindigkeit war ja richtig gewesen. Aber die Sprechzeitpausen sind ja unterschiedlich rausgeschnitten, eben halt dann, was wirklich leise war. Und ja, dann blieb mir in den letzten Folgen nichts übrig, wo ich das Rendermaterial noch hatte. Als mühselig eben halt die Spur in verschiedensten Stellen, also die Audiospur immer wieder zu schneiden und zu schneiden und zu schneiden. Bis wieder läuft alles. Immer wieder zu schneiden, bis wir dann irgendwann, ja, ist dann doch irgendwann soweit hatten. Das sich einigermaßen vernünftig angehört. Guck mal hier. Können wir ja auch noch mitnehmen. Ah, alles klar. Aber ich glaube, ich nehme von hier trotzdem nochmal einen Stein mit irgendwie, dass wir mal was haben, wenn wir noch was in kleine Steine umwandeln müssen oder sowas in der Richtung. Aber gut, die Crowley läuft auf jeden Fall wieder. Wir wollten gucken, dass wir da oben was erweitern können. Ja, guck mal, ein bisschen Stein haben wir noch. Sortieren wir die ganze Geschichte mal. Und hauen hier nochmal unsere Erze rein. So. Macerator. Was können wir hier gerade reinschmeißen? Zinn, Silber, Kupfer. Kupfer können wir auf jeden Fall gebrauchen. Packen wir Kupfer erstmal rein. Und hier nehmen wir mal ein bisschen Eisen raus. Und brennen uns ein bisschen Zinndust. Gut. Dann wird es jetzt auch schon wieder Nacht, wie wir hier sehen. Hier packe ich mir hier rein. Oder gehen wir mal pennen. Und dann gucken wir auch gleich mal, wenn wir wieder aufgestanden sind nach den Upgrades, wie weit wir da oben ausbauen können. Wäre sicherlich mal interessant. So, mal kam hier noch mehr eigentlich raus. Insofern nicht, aber ist ja egal. Okay, hier setzt er was. Wir könnten also überlegen. Ich habe jetzt hier ein Iron Update. Upsala. Wow, krass, guck mal. Müssen wir glatt mal was rausnehmen hier. Weil das ist ja überfüllt. Ja, schade. Lapis Upgrade. Mit einem Radius. Mit einer Radiuserweiterung.
Jetzt liegen hier die ganzen Sachen rum und das sind zwei Radius-Erweiterungen. Was auch vollkommen gereicht hat. Wahrscheinlich, weil es jetzt total sinnlos war sowieso. Okay, dann müssten wir gucken. Jetzt habe ich es vielleicht echt zu nah gebaut. Dass ich den hier um zwei vielleicht zurücksetze. Den Harvester. Und den hier um zwei aufbaue. Habe ich noch eine Schippe dabei? Dann würde ich gerade... Ja, na klar. Da pflanzt sich so ein Baum direkt vor uns. Ungutes. So, dann mache ich jetzt gerade noch mal eine Schippe. So. Und dann gucke ich doch einfach mal, dass ich mir da oben jetzt noch ein Stück weit Platz schaffe. Da hinten. Und dann erweitern wir den Radius. Weil dann haben wir extrem viel. Guck mal, wir haben jetzt momentan 5x5. Ja, das sind 25 potenzielle Bäume. Wenn wir das jetzt auf 7x7 ausweiten, sind wir bei 49. Das heißt, wir haben bei diesem Zweier-Update eigentlich gerade mal unsere Chance verdoppelt, hier einen schicken Baum rauszu. Beziehungsweise beschleunigen wir das halt um 2, könnte man eigentlich auch sagen. Zacki! Okay. Komm mal, dich nehme ich jetzt hier auch mal weg. Und weg. Und dich nehme ich jetzt auch mal weg. Schön erstmal die Umwelt verschandeln hier. So muss das gehen. Und nicht anders. Wir sind ein City-Projekt und kein Rettet die Walfische und die Umwelt und Greenpeace kommt hier und so weiter und so fort. Nein. Ich werde nicht ohne ersichtlichen Grund Tintenfische jagen. Ja, also da halte ich mich so ein bisschen an die Etikette, aber das war es auch schon gewesen an der Stelle. Was wir mal machen könnten, wäre eigentlich diesen hässlichen Krams hier irgendwie beiseite schaffen. Okay. Dafür müsste ich mich wahrscheinlich auch hochbauen. Naja, machen wir das mal eben kurz. So, 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 so. Und ja, naja, passt ja schon. Ich sehe, wegen dem Interesse hier mal mit drauf zu sein. Wie gesagt, es kommt ja. Habe ich euch versprochen gehabt, dass ihr hier auch mit mal auf dem Server kommt. Wie gesagt, jetzt ist nur gerade die Urlaubsplanung. Ich drehe heute, ja, wir haben heute den 2. Juli, vielleicht mal gerade zum Interesse. Ich drehe heute auf jeden Fall alle Folgen für meine komplette nächste Urlaubswoche durch. Ich komme am 13. spät nachts wieder, also was am 14. 15. werde ich eben halt neu aufnehmen. Und dann würde ich auch im Anschluss anfangen. Ah! Bin ich blöde. Bin ich doof. Bin ich. Dachte ich, war weit genug weg. Es ist doch nicht wahr. Naja. Ich würde dann auch anfangen. Komme ich da ran? Komme ich da ran? Nein, ich komme nicht ran. Ja, ich würde dann anfangen, auch mit euch denn die eine oder andere Folge schon aufzunehmen. Also haltet euch auch bereit. Ihr habt ja jetzt auch mittlerweile gut ein paar Daten geschrieben, wann und wie ihr könnt. Ja, und das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Okay, ich glaube, da drüben habe ich angefangen abzubauen. Zack, 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 zack. Haben wir wenigstens diese Schlumpeldose hier abgebaut. Guck mal, da können wir hier draußen gleich die Saplings noch reinpacken. Und dieser ganze andere Quatsch. Dann sammeln wir uns hier erstmal noch ein bisschen Erde ein und können die Fläche etwas begradigen. Okay. Gut. Nochmal gucken. Bin ich so nett und sage, dass dieser blöde Baum auf einem Hügel... Ah, bist du denn so nett und machst diese blöden Ranken hier weg? Gucke mal. Das ist doch schön. Total cool, total sinnlos. Aber da dieser Baum sich nicht so einfach abbauen lässt, dachte ich mir doch einfach mal, naja. Hat er eine Chance verdient? Wenigstens einigermaßen auf Grund entstanden zu sein. Okay, naja gut, wenn es grün wird,
Sieht vielleicht ein bisschen natürlicher aus, alles klar. Also wir hatten hier oben, wie gesagt, unten ein Lapis, hier einen Iron. Wir brauchen drei Erweiterungen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was der Harvester macht, ob es überhaupt nötig ist. Ha, das weiß ich gerade gar nicht. Gucken wir mal nach dem Upgrade. Gucken wir mal. Lapis, Iron. Jetzt wäre ein Tin Upgrade interessant. Raw und so weiter und so fort. Bräuchten wir auf jeden Fall nochmal etwas verbranntes Gummi. Und das tun wir hier auf jeden Fall schon mal rein. Gucken, was sagt der Macerator. Alles klar, der möchte auch wieder bedient werden. Machen wir ein bisschen Silver rein. Und gut ist. Hier brennt er gerade mal ganz fleißig ein bisschen Raw runter. Und ich hatte gesagt gehabt, Zinn machen wir hier auch. Redstone haben wir. Für den Fall der Fälle machen wir uns das hier. Genau. Haben wir den hier, packen wir uns den rein. Zack, zack. Ganz einfach eigentlich, oder? Die ganze Geschichte. Und Zinn. Und an der Stelle würde ich fast sagen, dass wir auch ja schon wieder zum Ende unserer Aufnahme kommen. Denke ich, könnten wir uns es doch einfach mal leisten, zwei von diesen Updates zu machen und zu gucken, ob der Harvester damit überhaupt zurechtkommt. Indem ich das da einfach mal reinschmeiße und wir dann unsere Erfahrung in der nächsten Folge evaluieren können. So. Machen wir es mal so hier. Ich nehme Lapi mal raus und pack ein Pin-Update rein. Pin. Ein Tin-Update rein. So, jetzt muss ich halt noch gucken. Den hier abbauen und den hier abbauen. So. Und jetzt muss ich natürlich die ganze Verkabelung wieder abändern. Alter Schwede, das wollte ich eigentlich gerade noch in dieser Folge machen. Angeschlossen ist er wenigstens richtig. Nur Strom fehlt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Habe ich dann noch genug? Nein, ich habe gar nicht genug Stromkabel dabei. Ach Gott. Los Leute, sagt mir, dass ich noch Stromkabel habe. Wenn, dann habe ich sie hier drin. Ja, habe ich. Warum ich es jetzt mit der Axt getauscht habe, ist mir auch schleierhaft, aber ist egal. Hauptsache, ich habe genug Stromkabel. Lasst uns diesen Marathon hier noch beseitigen, also erledigen. Also wisst ihr, was ich meine. Jetzt habe ich mir den Aufgang da oben versaut. Aber der Harvester sollte jetzt eigentlich arbeiten. Ich habe keine Ahnung, ob der jetzt bis hier hinten reicht oder nicht. Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Also bis dahin. Schöne Grüße, schönen Tag noch, euer der Spielpirat.